Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Wind Waker HD. Nachdem wir in der letzten Episode eine komplette Storywendung erlebt haben, nämlich Ganondorf nicht besiegen konnten und wir erfahren mussten, dass das Master Sword, was wir hier haben, gar nicht seine wahre Stärke hat und auch nicht Ganondorf, der sogar durch das Lösen des Bannsiegels und durch das Erhalten des Master Schwerts noch stärker geworden ist, gar nicht mal so einfach verbannt werden kann. Und nachdem wir dann sogar erfahren haben, dass der Rote Leuenkönig der König von Hyrule ist, Tetra-Prinzessin Zelda ist und alles so auf den Kopf gestellt worden ist, so unsere bisherigen Denkweisen, unser Weltbild wurde zerstört. Naja gut, wir wollen es nicht übertreiben. Lol. Aber nachdem es eine gigantische Storywendung gab, wollen wir dann nun dem Master Schwert seine ursprüngliche Stärke verleihen. Und ich würde sagen, das werden wir auch tun. Link, lausche aufmerksam meinen Worten. Dass das Master Schwert die Stärke verloren hat, das Böse zu verbannen, kann nur eines bedeuten. Den Weisen, die als Medium zu den Göttern fungieren und deren Kraft das Schwert speist, muss irgendetwas zugestoßen sein. Die beiden Weisen befinden sich im Zephir-Tempel im Norden und im Terra-Tempel im Süden Hyrules, wo sie jeweils den Göttern ihre Gebete darbringen. Du musst diese beiden Tempel aufsuchen, herausfinden, was den Weisen zugestoßen ist und dem Schwert wieder seine alte Stärke zurückgeben, das Böse zu verbannen. Leider verhindert der Bannkreis, den Ganon hier in Hyrule errichtet hat, dass du die Tempel von hier aus aufsuchen kannst. Allerdings gibt es hier einen weiteren Eingang zu den Tempeln, und zwar dieser Clipping-Fehler ist sehr komisch. Toll. Und zwar hoch oben in den Bergen, und diese Berggipfel sind nun oberhalb des Meeres zu Inseln geworden. Gut. Also dann, wenn wir hier noch länger verweilen, erfährt der Feind noch, wo sich Zelda aufhält. Lass uns unverzüglich auf die Oberwelt zurückkehren, damit auch nicht mehr dieser komische Fehler da auftritt. Aber ich find's voll cool, wenn man jetzt hier rumlaufen könnte. Ja, ne, wenn man das ganze Königreich erkunden könnte. Ja. Ja, aber ist leider nicht so. Wir können jetzt zu zwei Inseln gehen. Terra-Tempel oder Terra-Insel, Zephir-Insel und dem Zephir-Tempel. Ich habe immer die Terra-Insel zuerst gemacht, also werden wir das auch diesmal machen. Yay! Und der Lichtkreis schließt sich. Link, kennst du die Legende vom Helden der Zeit? Vor langer Zeit bezwang er den schrecklichen Ganon und brachte Hyrule wieder Frieden. Und genauso wie in Zelda ruhte, auch in ihm ein Teil des Triforce. Sein Triforce war das Triforce des Mutes. Als jener Held wieder durch die Zeit reiste und so Hyrule zurückließ, verließ auch das Triforce den Helden, zerbrach in 8 Splitter und verstreute sich in alle Welt. Leider kann auch ich dir nicht sagen, wo auch du diese Splitter finden kannst. Aber ich bin mir sicher, sie ruhen irgendwo in diesem großen, weiten Meer. Bist du vielleicht jenem begegnet, der vieles weiß von Dingen, die tief im Meer verborgen liegen? Verzage nicht, wenn du ihn noch nicht kennst. Wer fragen kann, bekommt auch Antworten. Antworten sind eigentlich groß geschrieben. Wow, Rechtschreibfehler! Wer fragen kann, der bekommt auch Antworten. Antworten groß, oder? Ja, ist doch egal. Cool, Rechtschreibfehler in einem Videospiel, egal. Und am ehesten bekommst du die gewünschte Antwort dort, wo viele Leute sind. Ja, der Rote Leuenkönig lenkt uns hier eigentlich auf einen falschen Weg, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen ja erst zu den Zephir-Tempel und zu dem Terra-Tempel, obwohl eigentlich, jetzt der Rote Leuenkönig uns schon auf eine andere Quest hinweist. Ja? Wir müssen nicht die Sonate des Puppenspielers spielen, sondern den Kanon des Sturms, denn wir wollen ja... Jetzt hast du ganz unauffällig auf das Gamepad geschaut, ja, um zu gucken, wie es geht. Ja, genau, weil ich die Sonate des Puppenspielers intus hatte. So, und damit können wir uns jetzt hier irgendwo hinwaben. Können zu Portemonnaie, Draconia, einer unbekannten Insel, ich Tusk, einem südlichen Feenkoordinal, was ich zufällig auswendig weiß, einer weiteren schönen Insel, die ich nicht auswendig kenne, was da unten weiß, was ich, oder zu Preludin. So, hier unten ist der Terra-Tempel, oh, das wackelt auch so schön, das Symbol, und dort oben ist der Zephir-Tempel. Wir gehen erst zum Terra-Tempel, aber damit wir da überhaupt irgendwie weiterkommen, weil der Terra-Tempel erstmal versperrt ist, reisen wir erstmal in die Mutter- und Kind-Insel hinein, hierhin wir sind. Normalerweise ist es so, dieser Berg da, die Mutter- und Kindinsel, haben wir schon gesehen, ist eigentlich verschlossen. Aber wenn man sich ins Innere der Insel wagt, wird man schon eine kleine Überraschung feststellen. Wir sind nämlich an einem Feenbrunnen angekommen. Yay! Yay. Oh, und jetzt passiert was. Ja, es passiert was. Glitzer. Ganz viel Glitzer. Und eine Fee erscheint. Ken, kannst du den Wind kontrollieren? Beachtlich, dass du diesen Ort hier gefunden hast.
bin die Königin aller Feen. Obwohl sie aussieht wie ein kleines Kind, aber guck mal, die hat so eine Feenpuppe in der Hand. Finde ich irgendwie voll cool. Na sowas. Du erschrickst ja gar nicht, Kind. Du gefällst mir. Ich werde Pfeil und Bogen neue Kräfte spendieren. Der Puppenspieler aus Mexiko. Oh, jetzt ist die Puppe kaputt gemacht. Jetzt hör doch mal auf, die ganzen Cutscenes zu versauen. Ich wollte doch gerade nur ein bisschen singen. Na gut, mit der Kraft dieser beiden Feen hier, der roten und der blauen Fee, bekommen wir ein Pfeil- und Bogen-Upgrade. Ja, Fee Nummer 1, oh, voll ins Herz. Fee Nummer 2, oh, voll in die Leber. Sieht schmerzhaft aus. Ja, Link fühlt sich auch nicht gut. Ja, mit diesen beiden Feen bekommen wir die Kraft von Feuer und Eis. Du kannst durch Drücken von ZR zwischen deinen Pfeilen umschalten. Die Eispfeile lassen selbst die lodernsten Flammen zu Eis erstarren. Die Feuerpfeile lassen selbst stattlichste Eismassive zerschmelzen. Okay, kenn ich. Die Feen dieser Quelle werden all deine Wunden lindern. Bediene dich ruhig ihrer Kraft. Kind. Ich muss zugeben, dass ich dich überaus süß finde. Sind der rote Leuchtkönig sich auch nur so süß? Ich finde ja immer noch, die sieht aus wie Fei aus Skyward Sword, weißt du, das Schwert? Was man Nein, Fei sieht aus wie sie. Wieso? Weil es Wind Waker früher gab. Ach. Aber das ist doch das Remake, das ist doch dann neuer als... Ach egal. Okay, wir werden hier nochmal von Bord gehen, eben eine Flasche, die wir ja für Phantomganon gebraucht haben, wo wir eine Fee freigelassen haben. Zack. Werden wir mit einer neuen Fee auffüllen, ja. Mit Wasser. Wasser. Ich wollte kein Wasser, ich wollte die Fee haben. Fee, schon wieder Wasser. Du bist so hohl. Oh ja, Wasser, schön. Ich will kein Wasser, ich will die Fee haben. Fee. Endlich. Geht doch, alle guten Dinge sind drei. So, wir haben wieder eine Fee in der Flasche, wunderbar. So, und wir haben jetzt die Feuer- und Eispfeile bekommen. Wenn wir jetzt mal den Bogen ausrüsten, sehen wir auch, der leuchtet schön rot und blau. Und jetzt können wir mit ZR die Pfeile wechseln. Wir können damit hitzige Pfeile abschießen und diesen ganzen Wald hier abbrennen. Ja, was wir jetzt nicht machen werden. Und Eispfeile, um ordentlich die Gegner zu gefrieren. Und die Eispfeile werden uns später noch so dermaßen nützlich sein. Ich werde dir zeigen, warum. Aber gut. Die brauchten wir jetzt nur, um weiterzukommen überhaupt. Denn wir müssen, um zum Terra-Tempel zu kommen, wir werden immer noch nicht zum Terra-Tempel gehen, müssen wir, hierhin wirbeln. Erst ein Item bekommen, weil beim Terra-Tempel ist es so, also auf der Terra-Insel, versperrt ein Steinkopf, so ein Hunka-Bunka-Tinka-Dinka, diese antiken Tiki-Steinköpfe, versperrt uns so einen Weg. Und dafür brauchen wir ein Item. Und bevor wir dann letzten Endes dieses Item bekommen, brauchen wir Feuer- und Eispfeile. So, jetzt gucke ich gerade, wo ist denn die Ignis-Spitze? Magst du mal hier in diesem Lösungsbuch nachgucken, wo die Ignis-Spitze ist? Ist das? Die haben wir doch eingezeichnet. Haben wir die extra sogar eingezeichnet? Ja, wunderbar. Jetzt brauchen wir gar keine Lösung. Wieso bin ich von Bord gegangen? Vor allen Dingen, ich weiß überhaupt, wo die ist und so, ne? Gut, wir haben es auf der Karte zum Glück eingezeichnet. Nordosten ist das. Osten-Nord. Wir wollten das ja anders benennen. Osten-Nord. Nein, wollten wir nicht? Schade. Nein. Schade, okay. Gut, was ich sagen wollte... Wir müssen da jetzt nämlich dank unseren schönen Eispfeilen auf der hitzigen Ignis-Spitze für ein wenig Abkühlung sorgen. Wenn das nicht mal cool ist. Das ist doch cool. Kannst du mal bitte aufhören mit diesen schlechten Witzen? Die sind voll witzig. Ich krieg schon Kopfschmerzen. Du hast Kopfschmerzen? Oh nee, dann sollte ich besser aufhören. Ja. Aber ich finde die Witze voll cool. Ach ja, nee. Wo ist die Ignis-Spitze eigentlich? Eigentlich müsste die doch da so vorne. Lodern. Ist die da hinten? Du musst doch erst rennen. Ach so, da hinten. Du bereitest mir Kopfschmerzen. Ich weiß, hey, da ist ein Feenkoordinat. Komm, da machen wir kurz einen Abstecher. Doch, da machen wir kurz einen Abstecher hin. Müssen wir da hin? Ja, da will ich hin. Und zwar ist es so, bei den Feenkoordinalen kann man, so wie wir schon mal beim Feenbrunnen auf Präludien gesehen haben, unterschiedlichste Upgrades erhalten. Sei es zum Beispiel jetzt für die Geldbörse oder sei es für gewisse Maxima oder Maximen. Ja, eher Maxima, oder?
Was heißt das? Plural von Maximum. Maximen wären eher ethische Verhaltensrichtlinien, deswegen überlege ich gerade, ob das der korrekte Plural ist. Egal. Wir wollten lieber Ethik für oder so. Größere Beute für Pfeil und Bomben. Genau, ja. Pfeil und Bombenmaximum. Dann kannst du aus dem Briefkasten. Oh ja, genau. Pfeil und Bombenmaximum können wir erhöhen, aber erstmal Post, die Post ist da. So, hallo. Post, die Post ist da. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ja, Post, ich weiß, ein erster Brief. Von? Link, ich hoffe, es geht dir gut. Hast doch genug von meiner Suppe. Ach, das ist die Omi. Ja, wunderbar. Ja, sie sagt doch, wir können immer wieder Suppe holen. Und sie gibt uns sogar etwas von ihrem Ersparten mit. Oh yeah, 20 Rubine. Hey, komm, das ist gut. Die hat sie bestimmt gebracht. Oh, zweiter Brief. Gott, kriegen wir viel Post. Nein, sie hat so ein Schweinchen weggebracht. Ich bitte meine Dreistigkeit, sie unerlaubt anzuschreiben, gnädigst zu entschuldigen. Es geht um ein Angebot. Ja, ein bestimmter Terry-Händler bei der, ich glaube, Isla Schlagmetika, bietet eine Flasche, ein Herz und eine Schatzkarte an für, Isla Schlagmetika, wie ich es gesagt habe, für unglaublich hohe Preise. Das Geld haben wir nicht, wir sind arme Schlucker, also werden wir uns... Zum Vorteil. Ja. Wir geben schon mal einen Rubin als Startgeld, aber ansonsten... Ach, drei Briefe sogar. Ansonsten werden wir uns nicht diese Items da holen. Na? Ja, wenn es sein muss, zahle ich 201 Rubine für diese blöde Wahnsinnskarte von Tingle, ey. Sehr geehrter Herr Fee, vielen Dank für deinen Scheiß. Hier hast du die Kack-Wahnsinnskarte, die kein Mensch braucht. Ist das nicht Wahnsinn? Ja, Tingle, du bist Kacke. Wahnsinnskarte gefunden. Sie zeigt dir, wo du die Triforce-Karten und Triforce-Splitter findest. Das ist der blanke Wahnsinn. Diese Triforce-Karte, oder... Nee, ist die Wahnsinnskarte... Die brauchen wir später, aber erstmal können wir die ignorieren. Wir haben jetzt nur den Brief genommen mit den 201 Rubinen, weil das wirklich sau der Wucher. Aber gut, komm. Ja, du bist so. Ich sollte die Bombe schon richtig platzieren. Ja. Ich kann auch diesen Stein auf den großen Stein werfen. Guck, bam, dadurch ist der explodiert. Hätten wir die Bombe gar nicht gebraucht. Ja, ist ja gut. Gehen wir in diese, was ist das, Auster? Ich kenne mich mit Muschel nicht aus. Einfach eine Muschel. Und hier bekommen wir wieder eine große Fee. Die gerade aber noch in kleiner Handpuppenform vorlag. Bitte. Ja, das kennen wir, den Text brauchen wir nicht nochmal vorlesen. Junge, der du die Winde erwächst. Ich habe hier so eine tolle Lotusblüte gleich in meiner Hand. Die pustet dich voll ins Gesicht, dann kriegst du Augenschmerzen und bla bla bla. Jetzt verlächerliche das doch nicht alles. Das ist jetzt wieder. Ja, das ist eine göttliche Zeremonie, die man nicht in Frage stellen darf. Und dann bekommen wir ein Bomben-Upgrade. Ist das nicht bombentastisch, bombenstark, bombenspaßig? Bombastisch heißt Ach, bombastisch, ja. Ja, war bombastisch, total. Mensch, schon richtig. Tätschelchen. Nee, auf jeden Fall haben wir damit jetzt mehr Bomben. Ich dachte mir, komm, können wir einmal vorbeigehen und mitnehmen. Roter Ölkönig, allein ist er ja. Oder jetzt müssen wir uns aber beeilen. Ja, jetzt beeilen wir uns. Sonst fackelt ihr ab die Insel. Ja, scheiße, sonst fackelt die eine Spitze ab. Auf geht's wieder. Ach so, andere Richtung. Ja, scheiß auf diese Flasche, die da ist. Da hinten ist die Gegenspitze. Ja, du hast auch gesagt, es gibt Pfeil-Upgrades. Wenn wir an solchen Feenkolonien sind, werden wir die Upgrades mitnehmen, aber ansonsten werden wir die nicht gezielt suchen. Dafür habe ich ja das 100% Let's Play gemacht. Aber ja, das haben sehr. Erstmal Werbung machen. Ja, erstmal Werbung für ein eigenes Let's Play machen. Aber das haben sehr wenige gesehen, weil das schon ein bisschen älter ist. Obwohl, sehr wenig. 200, 300 Leute ist eigentlich relativ viel. Ist doch egal. Ist ja auch egal, wie viele das gesehen haben. Hauptsache, die Leute, die es gesehen haben, hatten Spaß dran. So, und ich rüste auch mal wieder die Pfeile aus. So. Fährst dagegen. Schnell. Wow, und die sieht einfach so bombastisch aus bei Nacht, muss man sagen. Ist okay. Wow, und die Framerate geht runter, aber wir werden trotzdem einen Eisball draufhauen. Der nichts bringt, weil wir zu weit... Nee, doch. Der bringt doch was, denn damit wird die Insel eingefroren. Hättest du nicht näher dran fahren müssen? Nee, die ganze Insel wird hier schön, Aber man hat doch ein Zeitlimit. Ja, man hat ein Zeitlimit. Ja, komm, als ob das irgendwie schlimm wäre. Auf jeden Fall wird die ganze Insel hier erstmal schön, abgekühlt. Die sah vorher viel geiler aus, fand ich. Na gut. Und wir erhalten ein Zeitlimit, denn die Insel bleibt nicht für immer so kalt. Wir haben zwar magische Pfeile, aber, auch Magie hält nicht für die Ewigkeit. Von dieser scheiß Gargorak, wo Nein, bist du? Jetzt. Okay, ich hau ja schon ab. Du lässt dich viel zu leicht ablenken. Ach, ich laufe auch wahrscheinlich einmal unnötig im Kreis. Nee, doch nicht. War doch nicht unnötig. So, ja. Hoch da bitte, Link. Hier hoch, aber... Gargorak, nein! Guck, deswegen, ich lasse mich nicht viel zu leicht ablenken. Ich weiß, dass der mich da runterwirft. Ich habe immer Angst vor dem. Ja, du komm, musst doch hoch. Hoch da, ja, ich drück doch auch den Stick nach oben. Aber der macht nichts. Macht nichts. Ja, macht nichts. Die Gargorak erwische, ey. Du blöder Gargorak, komm her. Nee. Ey. Der fliegt halt als Fett. Der nervt mich aber richtig. Ich bin nicht falsch gefahren hier. Doch. Eieiei.
Ich bin so bescheuert. Hätten wir mit dem Dekublatt drüber gemusst, oder? Oder hätte ich da rechts her gemusst? Ich weiß es nicht. Aber das Zeitlimit kriegen wir noch hin. Ich gehe jetzt hier rechts her. Ich mache jetzt hier kein Spielchen draus. So. Hier hoch. Oh, ja, hier, die geht's lang. Jetzt hier ist wieder dieser Gargorak. Ach. Auf jeden Fall, Nein! Eieiei. Das Zeitlimit, das reicht nie im Leben, sag ich dir. Ja, sag ich doch. Du musst dich beeilen. Und dann sagst du, ach, das ist ja nicht schlimm. Und dann sag ich doch, das ist schlimm. Und dann sag ich, nee, das ist doch nicht schlimm. Und dann verkackst du. Und dann verkacken wir beide, weil wir ein Team sind. Ja. Schön. Wenigstens verkacken wir beide und nicht nur ich. Das lässt mich nicht so schlecht dastehen. Nee, Quatsch. Das sollte jetzt nicht so schwierig sein. Ja, aber du bist dann schuld. So, guck mal. Den Vogel, den werde ich jetzt noch zu Eis verarbeiten. Okay, ja, ich... Ich gehe ja schon rein, so. Hat 2 Minuten fürs Hochklettern gebraucht. Mayo, Mai. Mayo. Mayo, Mai. So, hier, aber euch kann ich einfrieren, wenn ihr dennoch angesiedelt bleiben würdet. So. Put. Put. Ja, ich beeile mich doch, Mensch. Aber diese Feuerflatterer, die nerven einen auch. Aber ich sag ja, wir haben genug Zeit. So, ja, hier rüber. So, was haben wir denn jetzt hier? Bam. Kaputt. Wow. Bumm. Auch kaputt. So. Kaputt. Kaputt, sage ich. Kaputt. So, ich habe genug magische Energie. So, ja, euch muss ich kaputt machen. Stimmt. Hier wechsle ich nochmal kurz die Pfeile. So, komm her. Stimmt, ich muss. Ah, genau, ich muss die ja. Nee, wie. Ja, der ist kaputt. Und der ist auch kaputt. Ja, wir können mit dem Master Sword Dings die Panzer durchbrechen. Stimmt. So, guck mal, ist doch noch alles im Zeitrahmen. Ist doch alles im Zeitrahmen. Voll gut. Ich weiß nicht, was du hast. Hm, hättest du noch weiter verkackt? Lalala, ich hab gar nicht verkackt. Ba-ba-ba-bam! Du hast die Kraftanwender gefunden. Damit strotzt du nur sofort Kraft. Hebe schwere Objekte durch Drücken von A. Ja, damit kriegen wir auch den Ausgang geschaffen. So, und diese Tinker-Bunker-Dinker-Köpfe hier. Das hau sind aber nur Steinköpfe. Können wir jetzt auch. Boah, das sieht so geil aus. Warte, hier, Link. Ach ja, das Zeitlimit hat doch gestoppt. Von daher, bumm. Ja, dank den Kraftanbändern, die sieht man auch, oder? Guck mal, die sieht man sogar optisch, diese stylischen Armbänder. Dank denen können wir jetzt diese Tiki-Dinger kaputt machen, weil diese Steinköpfe ist ja einfach scheiße, nur. Dass man die sieht. Wieso ist es stylisch? Zusammen die vorher auch. So, du Idiot hier. Komm noch einmal her. Ach komm, lassen wir ihn einfach. Hui! Zick! Und unten. Gut, der Gargorak, der hat mich so genervt. Ich hoffe, ich sehe ihn nie wieder. Ich hoffe es einfach. Nee, hier müssen wir auch nicht mehr hin. Nee, hier haben wir alles geholt, was es hier zu holen gibt. Gut, mit den neuen Pfeilen oder mit den neuen Pfeilarten und diesen neuen Kraftanwendern können wir dann jetzt auch zum Terra-Tempel oder zur Terra-Insel gehen. Ich würde sagen, wir spielen die Karte des Sturms. Und wappen uns hier unten hin zum südlichen Feenkoordinal. Jo, bitte. Da können wir dann auch mal Feenkoordinal mitnehmen. Und dann gibt es da noch ein cooles anderes Upgrade, bevor wir dann schlussendlich bei der Terra-Insel sind. Es gibt ein bisschen was zu tun, muss man anmerken. Was? Es gibt ja ein bisschen was zu tun. Ja, ja. Dann kann ich doch ein paar Sachen machen. Guck mal, da sind wir doch schon beim südlichen Feenkoordinal. Und ich frag mich immer noch, was das für eine Muschel ist. Naja, gut. Ach, musste mal googeln. Ich musste mal googeln, was das für eine Kuschel ist. Wieso Kuschel? Für eine Muschel. Schon wieder Post. Ja, die Post ist wieder da. Was ist denn los? Ich weiß es auch nicht. Guten Abend, gute Nacht, ja, wie auch immer. Wer will uns jetzt nerven? Link, geht es dir gut? Ja, Ariel schreibt vom Piratenschiff aus. Nee, Ariel, oder? Ariel schreibt doch. Ariel schreibt doch, dass sie sehr oft mit Nico spielt. Und dass sie sogar, ja, Taschengeld gibt. Und zwar 20 Rubine, yay! Gut, wie macht man das kaputt? Mit Feuerfällen oder mit Bomben? Hammer. Mit Hammer? Nein, mit Hammer geht das nicht. Also ich bin ja der These mit Feuerfällen, so, mit Hammer. Hammer geht nicht, wusste ich. So, Bombe. Bombe könnte klappen, aber ich glaube, mit den Feuerpfeilen geht das. Oder die Bombe. Die Bombe gibt auch, oder? Bombe? Ja, Bombe geht auch. Gut, damit kriegen wir. Hammer hätte es eigentlich durchbrechen müssen. Das ist ein Stahlhammer. Eigentlich hätte dafür sorgen müssen. Da hast du schon recht, aber egal.
Welche Farbe hat ein Diffie? Wenn es blau ist, kriegen wir nochmal Bomben. Ansonsten vielleicht. Ja, wir kriegen nochmal Bomben, oder? Ich hätte gerne noch ein Pfeil-Upgrade, das wäre geil. Egal. Ja, kleiner Beitrag, wunderbar. Link wundert sich immer noch, obwohl er das schon die ganze Zeit durchgemacht hat. Aber egal. Boah, Mega-Bomb-Tasche. 99 Bomben. Wofür brauchen wir die? Wofür so viele brauchen? Ist das nicht so schlecht? Damit können wir jetzt einfach ganz viel rumtrollen und Bomben mit uns hier herumschmeißen und alles Mögliche machen. Ja, das ist lustig. Uhu. Man kann jedes Viech mit Bomben abwerfen. Ja. Voll geil. Ja, das musstest du dir jetzt holen. Da hinten ist noch der rote Leuchtkönig und... So, Kurs müssen wir gen Süden setzen, würde ich sagen. Da rechnen wir auch mal gleich die Windrichtung. So, Karte, sehe ich auch mal kurz. Ja, eindeutig Süden. Oh, hoch, links, rechts, kennen wir. So, Süden bitte. Ja. Ja, Süden. Gut. Und Segel setzen. Im Süden gibt es das schöne... Ach so, okay, ja. Ja, da gibt es nämlich das schöne Zwei-Augen-Riff. Wo wir einen schönen neuen Gegnertypen kennenlernen werden, der uns auch ein schönes Upgrade bescheren wird. Ja, alles so schön, ja, schön. Sie überlegen nur gerade, der war, glaube ich, rechts. Also war der rechts oder links vom Zwei-Augen-Griff? Ich glaube links. Ich glaube, der war westlich, oder? Ah, ja, ja, doch, der war westlich. Bin ich mir nicht ganz sicher, der schöne Gegner. Cool. Oh, und mit diesem Sonnenaufgang da hinten. Segeln wir auch mit diesen Möwen, die auch ein Zeichen dafür sind, dass hier bald ein Gegner auftauchen wird. Echt? Ja, Möwen sind ein Zeichen dafür, dass... Ja. Gegner, taucht bitte auf. Doch. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht, Octaculus. Komm her. Octaculus, enttäusch mich nicht. Octaculus, komm schon. Möwen sind doch ein Zeichen dafür, dass... Möwen sind doch ein Zeichen dafür, dass ein Octaculus auftaucht. Immer den Möwen folgen und man erreicht den Octaculus. Vor allem auch, wenn sich das Wetter ändert. Das Wetter ändert sich und da, guck, da hinten kreisen die Möwen. Ja. Da ist der Octaculus. So, jetzt pass auf. Wow. Nein, jetzt das Geräusch. Warte. Dön, 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 dön. Nein, wir brauchen keinen Boomerang. Wir nehmen jetzt das Bomben-Upgrade. Man muss hier nämlich, wenn so ein Octaculus auftaucht, wie gesagt, Möwen sind so ein Anzeichen dafür, dann taucht so ein Octaculus auf. Ey, dieses Spiel... Was ist denn mit dem Spiel? Ja, die Frames brechen ein wenig ein. Aber nun gut, auf jeden Fall taucht unser Octaculus auf. Den können wir hier wahlweise mit dem Boomerang, mit dem Bogen oder mit der Bordkanone hier fertig machen. Und du siehst auch, mit der Bordkanone brauchen wir nur einen Schuss im Gegensatz zum Boomerang. Und die Augen sind schon kaputt. Ja. Gut. Hier vorne ist noch ein Auge. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dafür kann man Bomben brauchen. Ja, dafür kann man Bomben brauchen, sage ich dir. Ja, wow, aber nicht 99 Stück. Wenn man schlecht ist? Wenn man sehr schlecht ist. Nicht. Ja, stimmt, man wird ja vom Strudel eingesogen. Und wow, eine große Fee erscheint. Normalerweise gibt es da eigentlich Schatzkarten oder irgendwie ein Herzteil. Aber nur bei diesem Octaculus im Planquadrat, was ist das? D7? Ja, D7. Nur da gibt es dann letzten Endes, ja, eine weitere große Fee, die uns das wohl geilste Upgrade gibt, finde ich. Ich finde, das ist das Nützlichste. Na, du siehst so pinke Blüten, oder? Und das ist wieder lila? Das ist wieder lila. Wieder lila, egal. Wow. Auf jeden Fall, yeah! Wir sind einfach nur cool, denn die maximale magische Energie ist gestiegen. Sie beträgt um das Doppelte der bisherigen Menge. Mein armes Ohr. Ja, sie betet für uns. Wunderbar. Sie sollte sich mal irgendwie glücklich schätzen, dass sie endlich aus dem Octaculus da raus ist. Auf jeden Fall müssen wir in diese Richtung. Da hinten ist nämlich die Terra-Insel. Man sieht sie schon, das ist auch gut so. Und ich finde, guck mal, die Leiste ist schon ziemlich groß. Das kann wirklich nützlich sein. Da kann man einfach mit dem Dekoblatt ein bisschen rumcruisen. Das ist nützlich, ja, wenn ich 99 Bomben... Ja, die 90 Bomben ist ja diese Frage zu stellen, wie weit die nützlich sind. Aber die magische Energie, die ist wirklich nützlich, diese Verdopplung. Ja, das ist schön. Ja, ist ja auch. Ja. Aber 99 Bomben sind gut zum Rumtrollen, wie gesagt. Wow. Man kann nie genug von den Bomben kriegen. Wow. Ja. Nee, auf jeden Fall auch. Ein Kanonenwut. Guck mal, die kann man auch einfach abschießen, aber das werden wir nicht tun. Oder? Wollen wir den hier... Nein, lassen wir ihn. Lassen wir das Kanonenwut.
Ich habe eine ganz doofe Frage. Kann man da nicht diesen... Ach nee, das ist ja so ein Tiki-Kopf. Den kann man nicht mit einer Bombe abschießen. Nein, dafür braucht man die Kraftarmbänder. Das habe ich mal versucht. Hey, nochmal eine zweite Flasche. So, ja, von Bord. Komm, nehmen wir mal beide auf, gucken uns an. Was sagen die hier? Zelda ist cool und Urlaubsgrüße aus der verwunschenen Bastion. Ja. Cool. Gut, und wir können jetzt aber, bevor wir den Terra-Tempel hier betreten werden, ja, es wird noch spannend, eine Putt-Putt-Frucht nehmen. Putt-Putt-Frucht. Möwe. Yeah. Möwe kommt und Möwe fliegt. Möwe fliegt hoch. Ach so, ja, fliegen. Ja, meinte ich doch. Ich muss doch anders steuern. Ja, das passt schon. Möwe fliegt einfach hoch und hol dir die Belohnung, die oben auf der Terra-Insel wartet. Da oben ist, oder? Ja. Juppo! Ich weiß nicht, wie ein Herzteil da oben hinkommt, aber wir haben ein weiteres Herzteil bekommen. Yay, endlich mal. Krabben, ja. Yeah. Nee, auf jeden Fall. Nicht Rubine? Ach, yo, lol. Krabben ermorden bringt Rubine. Hey, genau 500. Und mit genau dieser Anzahl und diesem schönen, ja, Steinkopf-Tiki-Dingsi, ne, im Hintergrund, würde ich diese Folge beenden. Wir haben zwar ein bisschen mehr so Nebenquest-artiges gemacht, aber es muss der sein, damit wir hier dann in der nächsten Folge den Terra-Tempel betreten können. Und deswegen würde ich an dieser Stelle erst einmal auch sagen, nachdem ein bisschen Inhalt im Part war, bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, hoffe, dass euch die Episode gefallen hat, ihr jetzt auch vielleicht ja, ein paar Locations kennt, so ein paar Feenkoordinaten, ein paar Upgrades gesehen habt, die man vielleicht vorher noch nicht kennt. Die magische Energieleiste, die habe ich erst nach ein paar Mal durchspielen gefunden, also die fand ich war gut versteckt. In meinen Augen. Ja, dieses magische Energieleisten-Upgrade. Ach so, ja. Auf jeden Fall, ja, hoffe ich einfach mal, dass euch die Episode gefallen hat. Oh, mehr Rubine. Ja, noch mehr tote Krabben. Ja, und ich würde einfach an dieser Stelle sagen, ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wie gesagt, hoffentlich hat es euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss.